Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Range Simulator und natürlich der Sille ist wieder mit am Start. Hallo. So Leute, und wir brauchen ja noch ein bisschen Kohle, ne? So, und erstmal vielen Dank an euch alle, wie ihr immer kräftig in die Kommentare schreibt, ne? Das ist sehr, sehr nice. Dankeschön auch dafür, dass ihr das so feiert von uns. Und wir werden jetzt hier mal gucken, wir wollen nämlich ein paar Aufträge machen. Und da sitzt er hier so, Alter, haben wir ja beim letzten Mal gesehen, so, Sille. Wir erschießen niemanden. Warte. Wenn du so bist, ja. Aber vielleicht gibt es dann ja mehr Geld, wenn wir dem... Nein. Aus, Selle. Das machen wir nicht. Ich tue bloß nachladen. Er klärt auch bloß nach. Das ist doch schön. So. Haben wir beide nachgeladen, dann sind wir beide ready. Ja, reiß dich zusammen, Selle. Sonst hab ich einen nervösen Finger. So, gut. Fragen wir mal den alten Herrn, was wir hier machen. Der hat Abriss im Bau, Anhängerlieferung, schätze aus alten Zeiten. Also ich bin ganz Abrissbirne. Wir werden abreißen. Diese alte Scheune hinter mir muss abgerissen werden. Ich habe ihren Anblick satt. Kannst du mir helfen? Na klar, logisch, mach mal. Ist kein Problem. So, wo geht's denn? Was ist denn das alte Ding hier, oder was? Sieht so aus. Warte, ey, das kriegen wir doch hin. Nehmen wir doch. Ha. Klar, kriegen wir hin. So. Warte, nee. Müssen wir erstmal hier. Ach, erstmal hier abreißen. Ah, okay, I see. So. Okay, du musst wunderbar. Von oben nach unten. Ich mach das so. Ich nehme erstmal das Trägerwerk weg. Das Dach fällt von alleine. Das fällt von alleine, Selle. So. Warte. Das schaffe ich nicht. Ich reicht von unten nach oben. Ja, du musst dir das ein bisschen einfach machen. Achtung, Dach kommt. Pass auf. So, warte. Ich muss doch das Dach wegmachen erst. Also, wie komme ich jetzt hier hoch? So, jetzt aber hier. Trägerwerk. Oder? Ja, oder fehlt noch ein Stück Dach. Aber weg. So, jetzt. Okay, wunderbar. Jetzt Fußboden. Okay. Weg. Perfekt. Mensch, so. Alter Super. Mann, wir sind fertig. So, was denn jetzt? Müssen wir neu bauen oder was? So, ich hoffe es nicht. So, was ist er? Schön, dich zu sehen. Warte, wir haben. Haben wir? Sprich mit dem Rancher. Der macht das doch gerade. Warte mal, im Bau annehmen wir. Ach, Scheune abgerissen. Ah, wunderbar. 400 Dollar gab es. Na Mensch, du. Ja, geht's doch gleich weiter. So, im Bau. Komm. Wir reißen ab und bauen auf. So, ich habe beschlossen, eine neue Scheune zu bauen. Könntest du mir bitte ein paar Planken bringen? Na klar. Hey, wir haben doch Planken. Selle. Oh ja. Wir machen jetzt hier nicht irgendwas kaputt. Ja, komm, lass Planken holen. Oh, warte, halt, ich bin mit. So, ab zu uns. Müssen wir aber gut stapeln, wenn wir 64 Planken hier drauf stapeln wollen. Obwohl, das sind ja bloß 8 Pakete, glaube ich. Das sind ja, wollte ich gerade sagen, das sind ja bloß ein paar Pakete. Ne? Machen wir die ganze Hütte leer so, und dann hauen wir Planken drauf. Ach Mensch, ist schon eine schöne Ranch hier, ne? Aber du findest den Weg, oder? Ich denke, ich fahre über die Straße hinterher. Perfekt. So, wir können ja gucken hier, warte mal, sind wir... Ach so, wir sind aber auch am Arsch der Heide, ne? Oh, unglaublich. Ja, nice. So, aber ist schon eine schöne Gegend. Ich finde es ja auch, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Ich finde es ja auch schön, dass man ein paar mehr Aufgaben reinbekommen hat. Jetzt so nach und nach. Es gab ja immer mal ein paar Updates, ne? Ist schon nicht schlecht. Und unser Honig, ja, bitte? Mit dem Schatz suchen soll auch sehr cool sein. Na, da gucken wir auch mal. Vielleicht können wir ja sogar ein bisschen was behalten und bestauben da vielleicht ordentlich gut ab. Die nächste müssen wir dann links, ne? So, genau. Ja, sicher. Ja, klar, Alter, ich bin ein besseres Navi als du. Links. Okay, dann fahren wir hier links. So. Und jetzt, genau, folgen. Immer folgen, so, und dann einfach gerade durch. So, gerade durch. Am Mast vorbei. Ja, machen wir. So. Und dann links. So, ja. Und jetzt rechts. So, haben wir ja gesagt, gerade durch am Mast vorbei wäre es einfacher gewesen. Genau, folgen Sie dem Feldweg. Wunderbar, kommen wir nämlich zu unserer Farm. So, siehst du, Mensch, wir sind ja, hey, siehst du, das ist ein Navi, Selle. Nicht wie bei dir, ja, das muss ständig verfahren. Ja, das passiert mal. Mal, ne? Mal, die Betonung liegt auf mal. So, müssen wir erstmal von unserem schön gemachten Holz hier, ne? Da geht auch nochmal Grüße an Hobby raus, ja, denn der hat hier das Holz so durchgeballert. Das war das war gut gedriftet. So, machen wir die Hütte. Ich lade das mal hier hinten ab. Machen wir die Hütte leer, ja. So. Was macht denn unser Honig eigentlich? Wollen wir mal gucken, ja, öffnen. Oh, Honig, warte mal, den kann ich jetzt hier rein tun, oder? So, warte mal. Nimm dein Ding dazu, sonst macht's Trauer. Einschalten. Es reicht doch, wenn ich den hier ein. Gedampft lasse, ne? Das so. Reicht so. Jetzt nehmen, und jetzt hier rein. Okay, warte. Hineinlegen, okay, warte. So, hast du abgeladen oder was? Ich habe abgeladen. Oh, warte, ja, dann fang an. Ich komme sofort dazu. Ich will erstmal unseren Honig reinblanken, ja. So. Da geschleudert wird hier. So, das nehmen wir noch raus.
So. Und jetzt können wir schließen. So, und jetzt können wir das Ding. Ah, okay, gut. Dann können wir das ja bitte ausschalten. So, schließen. Alles klar. Das ist ja. Alter, wo war denn das Licht? Ach, hier war das Licht. So. Und jetzt das Ganze drauf basteln hier, ne? So, ganz entspannt. So, das geht. So. Perfekt. Ist schön, aber selten. Genau, sehe ich auch so. So. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 7, einer noch. Genau, dann so. Haben wir es schon. Das ist hier noch neu, perfekt. Ach, Mensch, das ist doch super. So, geht los. Selle, geht los. Das braucht eine Weile. Das hat irgendwie nichts. Ja doch, das braucht eine Weile. Okay. Das braucht eine Weile, das muss ein bisschen laufen. Dann lassen wir es laufen. Der Honig wird dann nicht gleich in 5 Minuten rausgeschleudert. So, ab zum Ranger. Dunkel, Axel. Ja, mal Licht an. Ist an. Ja, perfekt, wir sehen noch was. So. Mehr oder weniger. Ah, wird schon. So, warte, ich leite dich. Ja, weiter, immer geradeaus. Die nächste dann rechts. So, wenn wir vom Feldweg runter sind, rechts. Ja, genau hier. Wunderbar. Und die nächste, bei der nächsten dann links. So, das wäre dann hier. Links! So, jawohl. Straße folgen und dann bei der nächsten Abfahrt rechts. So, und dann wieder die nächste rechts. Dann passt das nämlich auch. Weißt du, dass es immer so finster ist hier? Mensch, ja, Zaun. Digga, Zaun. Ach, Quatsch, haben wir noch viel Platz. Bei dir könnte man echt denken, du hast deinen Führerschein im Lotto gewonnen, ne? Links, die nächste. So, perfekt. Jetzt einfach der Straße folgen. Einfach der Straße folgen? Ja, ja. Dann geht auf den Feldweg dann jetzt hier. Genau, ach, perfekt. Ich habe es gewusst. Ne? Es gibt keine Folge, an dem wir keinen Purzelbau machen. Es ist ja... Ihr hört dazu. Das ist einfach so. Nicht Worte zu fassen. Mann, warum denn nur? Der hat dann aber auch den Hügel dort unten in die Straße neu gebaut. Wie wär's, wenn wir über den Hügel einfach mal langsam fährt? Ja, nee. Nee, wäre zu einfach, ne? Das wäre viel Zeit. Mag das schon. Guck mal, der hätte sich aber auch mal ein paar Lampen leisten können, ja, ne? So ist es nicht. Ja, ne, das hätte man hier nochmal Tine Wittler herbestellen, so. Ja. Das glaub's auch. Jetzt kommen wir nicht schon wieder mit Tine Wittler. So. Warte. So. Eingebaut. Ich müsste vielleicht mal die Treppe hoch, ja? Könntest du mir da vielleicht ein Stückchen weg? Danke. So, gut. Ich hier hinten ranfahre, reicht das schon? Warte, Baumaterial besorgt. Ja, abgeschlossen. Reicht. Jawohl, ach, perfekt. So, was ist denn nur? Hat er nur gebaut hier oder was? Ja, nee. Ah, nee, der braucht noch Planken. So. Und was müssen wir jetzt machen? Gebaut. Anhängerlieferung, Schätze. Ja, komm, pass auf. Die Schätze machen wir dann. Jetzt machen wir erstmal an. Kannst du mir einen Treibstoffanhänger von der Tankstelle? Logisch. So, nehmen wir an. Ah, danke, geht los, Selle. Oh, so. Nochmal hinten die Klappe zu. Warte. Das sieht doch oft, Mensch. Nee, formschnittig und so. So, wie viel Geld haben wir denn da jetzt? 1778 und 43 Pfennig. Cent. Ey, wir bekommen echt gut Geld dran. So ist es nicht. Ne? Ja, das also, ist schon mal nicht schlecht. Können wir dann uns mal überlegen, was wir dann als nächstes so bauen. Ich wäre ja dafür, für unsere Tiere, dass wir erstmal so ein großes, also was ist so ein großes, aber generell so ein Futtersilo bauen, ne? Entweder das oder vielleicht so eine kleine Kuhweide. Das sind vielleicht Kühe oder Schweine. Ja, aber das Futterding und so und mit dem Futtersilo und mit dem Wasser und alles, das Futtersilo füttert ja dann die automatisch. Genau, ja. So, also halt teuer, ne? Da müssen wir halt mal gucken, deswegen müssen wir ja Geld sammeln, ne? Wir müssen zur Tankstelle. Ja, ich verstehe da so einen Punkt. Oh. Ach so, ja, fahr den Punkt nach. Folge dem Punkt. Ich hab so einen Punkt vor Augen. Ja, immer oft. Ne? Ich hab gerade ein Auto vor Augen gehabt. Ja, aber alle kein Licht an, ich sehe die nicht kommen. Ich hab's kommen sehen. Ja, war es kurz vorher. So, Das ist wie mit einer roten Ampel, ne? Ja. Alter, wo fährst du, Alter? Ach nee. Ich weiß es nicht. Ey, fahrst du? Nein! Ah! Jungs! Wir sind noch auf der Straße. Ey, wenn du dann mit dem Anhänger so fährst, ne? Und das Ding reißt uns ab, ja? Ich sag dir's. Kann aber nicht wahr sein hier. Nicht in Worte zu fassen. So, was ist denn jetzt?
Ja, da quält sich ein bisschen berghoch. Ja, ich merke das schon. Vielleicht sollen wir dann, ja gut, können wir irgendwann mal genug Geld haben. Ja, da, okay, gut. Irgendwann genug Geld haben, dann können wir uns ja auch ein neues Fahrzeug leisten. So, wo ist denn jetzt der Anhänger? Wenn wir immer hier sind, oder? Ich bin schon wieder halb leer. Ah, hier ist der Anhänger. Perfekt. Oha. Ja. Oh, der ist aber groß. Ja, komm ran. Das wird. Oder können wir. Nee, das Ding können wir nicht nehmen. Das wird, Selle. Das wird. Komm ran. Komm ran. So. So. Kuppel an, das Ding. Was ist denn das? Nein, kuppeln. Geht nicht. Warte. Doch. Doch, jetzt. Doch. So, warte. Komm mit. So, das kann nur schief gehen. Oh ja. Ja, ich merke es schon. Schön angeeckt. Das ist schlimm. Ah, Auto! Oh. Der hat auch ganz so gar nichts eigentlich von deinem. Ja, langsam. Ja. Nein! Oh. Ob wir hier ankommen, das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist ein großer Platz hinter mir. Ja, du müsst jetzt mit Gefühl fahren, ne? Nicht einfach. Oh. Einfach drauf los mit Gefühl. Ja, Zelle. Er fährt super hinterher, der lenkt mit. Mhm. Er merkt das schon. Da, Auto! Au. Ja. Oh. Selle, bleib doch auf der Straße. Wer dreht mit dem Kreis? Alter, wir sind Wo wollen wir denn hier? Ich seh nix. Oh, nee. Jo, ja, nicht. Au. Oh. So, bitte. Ich brauch Navi. Ja, warte. Jetzt hier so links halten. Ja, nee, links. Ja, oh. So, denn die nächste dann bitte. Ja, einfach auf der Hauptstraße bleiben. Nicht irgendwo abbiegen, einfach geradeaus weiter. So, links. Ja, Feldweg. Drin. Ist schon vorbei. Ja. So. Ha! So, gut, jetzt ist es rechts rum. Hier, genau, rechts. So, gut, ist kein Feldweg. Aber ein Alter. Schiebt ja das Auto halt erstmal. Ist nicht in Worte zu fassen. Nichts in Worte zu fassen. So, geradeaus weiter. Ja, da ist der Feldweg. So, das sieht gut aus. Du, ich erklär dem aber nicht, ne, warum der Anhänger so aussieht, wie er aussieht, ne? Ah, so. Nö, da war schon so. Naja. Haben wir so vom Händler übernommen. Das können wir nur hoffen, dass er uns das abkauft. Ich hoffe, ich denke es doch. Nee, Junge. Warte zu fassen. Aber fährst du real genauso, oder was? Ja. Mit Anhänger? Ja. Du nimmst nur alles mit und jedes Auto. Natürlich. Achtung, Hucke. Bitte. Sind wir Gott sei Dank drüber. Ich hab keinen Huckel gesehen. Doch, das ist nicht Worte zu fassen. Unglaublich. Soll ich einpacken? Nein. Danke. Warte, lass mich aussteigen. Ich muss dem Herrn das erklären. So. So, junger Mann, wir sind. Stellen wir das ordentlich hin. Genau, so, wir sind wieder da. Anhänger ist da. Perfekt. Oh, Alter, 100 für 120, ne? Für 120. Unglaublich. So, was ist denn hier mit Schätze aus allen Zeiten? Was ist denn da? Wusstest du, dass es früher Krieger aus dem fernen Norden durch unsere bergige Landschaft reisten? Wenn du die drei verborgenen Schätze der alten Krieger findest, werde ich dich großzügig belohnen. Na gut. Klingt gut. Nehmen wir an. So. Dolcher und Kelch. Dolch und Kelch. Du sag mal, lass uns doch mal. Du hast genauso viel Ahnung wie ich auch, ne? Yep. Lass uns doch mal zu diesem Dingsbums fahren hier. Zu diesem. Zu diesem Campingplatz. Der ist ja hier drüben auf der anderen Seite vom See. Mhm. Ja, warte, dreh mal rum, fahren wir hier am See lang. Brauchen wir nicht hier die Riesenemmel zu nehmen, ja. So. Also was ich weiß, ist, dass die einfach so auf der Karte versteckt sind. Ja, das ist mir klar, dass die versteckt sind, dass die uns nicht gleich entgegenspringen. So, aber auch wenn mal hier mitten auf einem Berg zum Beispiel ist einer, glaube ich, irgendwo. Berg. Da ist ein Bär, fahr vorbei. Wollen wir jetzt nicht, wir müssen das Zeug finden. Ah, Baume. Ja, Berg. Das wird nichts, Sella. Das. Ja, so wird das auf jeden Fall was. Ich glaube, das geht ganz gut. Bäume? Baum. Ich finde die Kommentare immer gut. Was? Was haben wir denn nicht? Ja, einfach geradeaus weiter. Ja, das sieht gut aus. Nein! Oh. So. Gut. Du hast gesagt, geradeaus weiter, das sieht gut aus. Ja, da war aber so gut. Immer, ja, weiter, da kommt dann irgendwann eine Straße.
links halten. Links halten, links halten, links halten. Guck mal, da ist eine Straße. Siehst du das auch? Das ist der Händlermensch. Das ist der alte Mann. Ach so. Das ist der Händler. Der alte Mann. So, hier kommt irgendwo. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt, warte, nee, stopp. Jetzt hier, genau, rechts rum. Oh, Gott, die Straße ist wieder da. Eieieiei. Aber hier ist doch so ein Campingplatz irgendwo, oder nicht? War doch hier. Fahren wir der Straße lang. Wir müssen ja irgendwo zum Campingplatz kommen hier. Vielleicht liegt da was rum. Das würde ich jetzt mal auf Anhieb denken. Da irgendwo was rumoxidiert, da leuchtet doch was. Was leuchtet denn hier? So, bleib stehen. So, gut. Warte, lass gucken. Ist hier was? Nee, das ist eine Rute. Eine Angelrute. Aber die können wir, mit der können wir nichts machen. Müssen wir hier mal absuchen, oder? Ob hier irgendwo was liegt? Ich gucke mal, ob wir hier was finden. So. Aber meine lieben YouTuberinos, falls ihr auch schon hier Schätze gesucht habt oder so, ne, weiß ja nicht, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ja? Vielleicht hilft uns ja oder vielleicht wollt ihr uns ja helfen. Ne? Und ja, wir sagen erstmal Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.